Ja, dann machen wir das halt. Ich laufe jetzt nochmal hier dem Punkt hinterher, wobei ich wirklich denke, dass der uns. Obwohl, das sieht man das auf der Karte? Ja, auf der großen Karte. Ach man, wo ist denn die? Hier. Heldengilde. Ja. Ja, dann töten wir halt den Opa. Tut mir leid, aber ich mag mich jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit damit rumschlagen. Ja, ja, kennen wir schon. Aber jetzt auf einmal blinkt es auch wieder in die Richtung. Ah, oh, Mann, ey. Oder ist das jetzt, guck, jetzt leuchtet es da oben, weil wir das deaktiviert haben. Weil wir rausgegangen sind aus der Quest, oder wie? Jetzt auf einmal leuchtet es hier. Hups. So, dann gucken wir jetzt mal, ob wir zu dem Typen gehen können. Ich bin echt irgendwie komplett verwirrt. Naja, was soll's. So, jetzt bin ich hier einmal mit der Kirche ums Dorf gelaufen, wie es so schön heißt anscheinend. Dann schauen wir mal da hinten hin. Jetzt probiere ich es nochmal. Vielleicht mag er uns ja jetzt was sagen. Hallo? Nee, das ist der. Ist das nicht der? Müssen wir noch weiter nach hinten? Ah, da oben, okay. Da habe ich mich jetzt vertan. Hier kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Och, Manu. Heldenstatus. Quests. Holt Nostros Seele aus dem Friedhofsring oder tötet den Gildenmeister im Gildenwald und nehmt seine Seele. Ja, und wie in Gottes Namen komme ich jetzt dahin, wo ich hin soll? Oh. Hier lang irgendwo. Nee, da geht's auch nicht durch. Es blinkt nur da oben. Aber das ist das Kallistor, oder? Welches uns dann zurück in die Gilde bringen möchte, oder wie? Ich verstehe das gerade nicht wirklich. Mal gucken. Das ist ja alles Schwachsinn hier. Da oben, da ist doch Litchfield Friedhof, da sind wir doch gerade, ne? Hier sind wir gerade. Und da können wir hin. Aber wie? Heldengilde. Das ist doch echt bescheuert. Tut mir leid, dass ich mich immer so viel über das Spiel aufrege, aber das ist doch echt doof. Wenn ich jetzt hier rausgehe, muss ich jetzt den Weg da zu Fuß hinlaufen oder was und darf mich nicht porten? Das ist Todbringer. Naja, egal. So, wir gehen mal jetzt dann hier lang. Mal schauen. Der Todbringer bin ich eigentlich überhaupt nicht, weil ich hier anscheinend die Leute gar nicht richtig töten kann. So, müssen wir jetzt einmal durch Bowerstone laufen oder wie oder was? Ich weiß es wirklich nicht, ihr Süßen. Wir hätten einfach den Typen umbringen sollen und dann ist gut, den Gildenopa. Ach ja, aber das kann ich ja mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. So, dann gehen wir mal hier nach Bowerstone. Hauptsache, es blinkt noch fröhlich vor sich hin hier. Ja! Mhm. Hier herrscht das pure Leben in unserer Stadt. Die Miete ist mir jetzt gerade auch ehrlich gesagt egal. Ich gehe mal einfach weiter. Oder müssen wir jetzt irgendwie von der anderen Seite zu dem Platz da irgendwie kommen? Durch das Gefängnis dann da durch oder wie oder was? Ach, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. So, mach die Tore auf, der Bürgermeister Küt. Aber es ist auch schön, dass wir hier nochmal so ein bisschen was von der Welt sehen, die wir bisher bereist haben. Hm?
immer positiv sehen. Hier haben wir uns doch auch ewig lang rumgeschlagen, wisst ihr noch? Meine Güte, nee. Wo ich dann hinterher alles dann nochmal alleine gemacht habe, war das hier? Na wehe, wir kommen da hinten jetzt nicht durch, weil da wieder irgend so ein Tor davor ist oder sonstiges, so eine dumme Barriere. Nee, hier sind nur Räuber. So, ich hoffe, wir kommen hier trotzdem durch. Ja, ja, du auch nicht, mein Freund. Ist doch gut. Reg dich doch nicht so auf. Alles wird gut. So. Hallöchen. Huch. Na, du hast doch gerade noch auf jemanden ganz anderen gezielt. Wie kannst du so schnell dich mit einer Armbrust umdrehen und dann auf mich schlagen, du fieser Fiesling. Jetzt haben wir es dann bald. Ach ja, von Ebene zu Ebene kommen wir hier. Litchfield Friedhof. Ja, Mensch, wo sind wir denn hier? Da waren wir ja noch gar nicht heute gewesen. Und jetzt blinkt es dann da wieder rechts. Oder muss ich hier hoch? Ah. Hallo. Die Gilde sagte uns, ihr würdet kommen. Ich weiß nicht, was da vor sich geht, aber es ist wie das Ende der Welt. Ja. Aber jetzt, wo ihr hier seid, ja, können wir das Ganze bestimmt klären. Ich trat dem 5. Regiment nicht bei, um den ganzen Tag Gräber zu bewachen. Oh nein! Aha. Und du? Kapier ich nicht. Der Geist von Nostro hat diesen Ort heimgesucht, solange man denken kann. Aber er hat noch nie zuvor Ärger gemacht. Ich sage euch, es ist, als ob die Toten dort in einem Krieg kämpfen. Wir Jungs vom 5. Regiment halten sie unter Kontrolle, aber es muss etwas unternommen werden. Aha, wir gehen jetzt einfach mal da rein. Na, guck mal, so einfach war das eigentlich gewesen. Oh, was ist denn da hinten los? Ach, das sind Untote, ne? Ach, die prügeln sich gegenseitig, oder was? Auch nicht schlecht. Ist natürlich für uns ganz gut. Wie wir immer absolut keinen Schaden machen. Wie ätzend das ist, dass man auf die draufschlägt und nichts passiert. Ach ja. Anstatt dass dann da mal steht, irgendwie die sind aus der Reichweite oder so. Da schon wieder. Man macht keinen Schaden an denen, obwohl man die anvisiert hat. Dann kann ich auch gleich irgendwie mit dem im Nahkampf hier gehen, wenn ich so nah ran muss. Meine Güte, ey. So. Geh mal kaputt hier, du Eumel. So. Was kommen denn jetzt hier noch für schöne Viecher? Natürlich noch ein paar Herbeirufer. Na klar, wir haben ja sonst nichts zu tun. Warum nicht? So, mach mal hier dein Dingens an. Dein Megaschlag da. Kann es sein, dass man die nicht angreifen sollte, wenn die diese komischen Blitze da herbeirufen? Ist, glaube ich, nicht so toll. So, du bist kaputt, lass mich mal durch. Oh. Doch keine Zeit für so einen Quatsch. Ich muss doch die Seele holen. So, Untote sind mir die Liebsten. Die gehen wenigstens schön schnell hinüber. Mal wieder ein paar Lakaien. Aber es ist schön, dass die sich gegenseitig zerfleischen. Hier habe ich das schon erwähnt, ja, ne? Na, Rechtsklick. Ach, Mann, das hat ja schon wieder nicht reagiert. Das gibt's doch nicht. So. Weiter geht's. Einmal schön in den Rücken schlagen. Das macht immer am meisten Spaß. Das ist jetzt die Frage, ne? Wenn die gegeneinander kämpfen und wir kommen dazu, kämpfen dann beide gegen uns? Sind es dann auf einmal Verbündete? So, bin ich hier noch richtig? Ich denke ja, ne? Überall da, wo Gegner kommen, ist gut. Ach ja, diese komischen Viecher da, die gehen mir auch auf den Keks. Als wir das Kallistor, das alte Kallistor haben, öffnen müssen. So. Na, no, meine Güte, mach doch mal. Wenn ich sage, du sollst kämpfen, dann kämpfe doch auch, bitte. So,
So, wieso habe ich denn keinen anvisiert? So, jetzt. Ah, jetzt zaubert er da hinter uns wieder. Sehr schön. Lass ihn ruhig zaubern. Macht jetzt nichts so viel. Macht jetzt nicht so viel. So. Der da. Und eins. Ist das ein Herbeirufer? Ach nee, das ist ein normaler Untoter. Also, naja, ein normaler nicht, aber ein großer Untoter. Aber, ach, da oben ist ein Herbeirufer. Guckt. Wenn wir jetzt den Lakaien hier, ne, dem... Achso, ich dachte, der schießt ihn dann so ein bisschen in den Rücken. So, Mehrfachpfeil. So. Machen wir Schaden? Ja, machen wir. Sehr gut. Jetzt hauen wir mal wieder ab vor dem Zauber. Ach nee, ist er schon kaputt? Super. Da möchte ich mich gar nicht beschweren. Und dann geht's weiter. Mal ein bisschen hochheilen. Dann mal schauen, was jetzt auf uns warten mag im Kreis der Toten. Das klingt furchtbar. So treffen wir uns wieder. Ihr holtet meine Waffen und meine Rüstung und brachtet mir Frieden. Dafür entbiete ich euch meine Seele. Aber ich bin Nostro und ich habe eine Kriegerseele. Ihr müsst sie euch im Kampf holen, sodass ich im Jenseits stolz vor meinen Kameraden stehen kann. Meine Männer werden mich bis zum Tod schützen. Nur wenn sie fallen, kann ich verletzt werden. Nehmt denn meine Seele mit Ehre. Questbeginn. Holt Nostros Seele aus dem Friedhofsring von Litchfield. Ja, das machen wir. Das ist aber auch sehr schön, dass er uns sagt, wie er zu bekämpfen ist. Ne? Also, dass er uns sagt, hier, wir müssen erst seine komischen Eumel töten anscheinend, damit wir an ihn rankommen. Das jetzt richtig verstanden? Da ist er doch. So. Weiß ich nicht, ob wir jetzt die erstmal hier alle wegschnetzeln sollten. Keine Ahnung. So. Manchmal möchte ich gar nicht, dass ich hier die Dinger anvisiere, aber trotzdem passiert's. So, wir machen mal gerade das hier. Den Mehrfachschlag an. Ist der jetzt aktiviert? Ich weiß es schon wieder nicht. Aha, jetzt ist er wieder unsichtbar. Das heißt, wir müssen uns vorerst hier um die kümmern anscheinend. Bis er wieder sichtbar wird. So wie jetzt. Sehe ich das jetzt richtig? Mache ich das richtig? Ich weiß es nicht. Jetzt ist er wieder normal. Nicht normal, meine ich. Sondern wieder so ein komisches, hier, ne? Halt nicht angreifbar. Jetzt auch wieder nicht. Okay. Ups, das war ein Grabstein und keine böse Seele hier. Jetzt ist er wieder normal. Habe ich ihn getroffen? Wehrt er sich eigentlich? Naja. Ich möchte es gar nicht so genau wissen, ob der sich wehrt. Wahrscheinlich schon, ne? Doofe Frage eigentlich. So, Mehrfachschlag. Ach ja, guck mal, jetzt hat er sich gewehrt. So, jetzt ist er wieder... Hier kann man nicht angreifen. Okay. Ja, das ist mal ein netter Gegner. Mal ein bisschen was anderes. Cool gemacht. Oh, geh kaputt. So, taugt auf jeden Fall. Ah, jetzt haben wir ihn nicht getroffen. Ah, jetzt ist er wieder... Normal. Okay. Ah, jetzt habe ich den blöden Mehrfachschlag aktiviert, obwohl... Wir gerade gar nicht gegen den kämpfen. So, jetzt aber. Mach mal Rechtsklick. Ach, nee, hat er schon wieder nicht gemacht. Ah ja, so ist das. So ist das, ihr Lieben. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ach, ist das unfair, dass die immer alles blocken können und ich nicht? Ach, Mist. Es hat gar nicht mehr viel gefehlt. Oh, jetzt ist er kaputt, okay. Prima, dann haben wir jetzt also die letzte Seele und können zurück, denke ich mal. Quest abgeschlossen. Prima.
So, gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zur Dornenrose und mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir tatsächlich alle Dinger aktiviert haben. Ich bin sehr gespannt. Die Inschrift besagt, dass nur ein einziger Held durch das Tor gehen kann. Und hey, ratet mal, ihr seid der Stärkste. Ich weiß nicht, welche Form Jake wählen wird, aber er wird wohl kaum klein und pelzig sein, oder? Viel Glück für unser aller Wohl. Ihr kommt zu spät, kleiner Held. Wieder einmal zu spät. Kommt zum Bronzetor. Wir haben noch was zu erledigen. Okay, Quest abgeschlossen. Wir haben Archons Kreis bekommen, jede Menge Geld, Erfahrung und so weiter. Spiel wird gespeichert. Oh je, Mini. Du. Ja, Mensch. Hauptsache, wir haben eine neue Questkarte. So, dann gucken wir jetzt mal gerade noch einmal im Tagebuch nach. Mal gucken, was wir jetzt da so rumstehen haben. Die älteste Seele. Die letzte Inschrift forderte die alte Seele und Jack versuchte mich dazu zu bringen, den Gildenmeister dafür zu töten. Er versuchte noch immer, mich wie einen Bauern in seinen Händen zu beeinflussen. Stattdessen begab ich mich zum Litchfield-Friedhof und kämpfte gegen den tapferen Nostro, der seine Seele im Austausch für ewigen Frieden gab. Jetzt steht das Morsotor offen und Messer Jack wartet darin. Es ist Zeit, dies zu beenden. Das ist ja spannend. So, Weltenspielstand. Ja, meine Lieben, das möchte ich jetzt gerne mal, gespeichert sehen. Nochmal sicherheitshalber, weil ich ja jetzt nicht weiß, was da auf uns zukommen mag. So, warum leuchte ich schon wieder so komisch blau? Naja, ist ja auch egal. Ich quatsch nochmal mit Dornrose. Guten Tag. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich wolle euch da hinein begleiten. Hätte ich die Wahl, wäre ich auf der anderen Seite der Welt. Und ich bin nicht sicher, ob es dort sicherer wäre. Schnitter, hast du mir auch noch was zu sagen? Geht jetzt. Ihr könnt eurem Schicksal nicht länger entrinnen. Okay, ich nehme mal an, da findet jetzt der Endkampf statt, aber das dachte ich ja auch schon vor 20 Folgen. Okay, ich bin wirklich gespannt. Cool gemacht ist das hier auf jeden Fall, ne? Sieht schon nett aus. Und dann gehen wir jetzt mal dort hinein und mal sehen, was auf uns warten mag. Archons Vergnügen. Okay. Tief durchatmen. Ich bin wieder ein wenig nervös.